Buenas tardes, everybody, und willkommen zu diesem Video. Das Thema für heute lautet Dinge, die ich an mir selber mag. Also folgendes, ich wurde getaggt und zwar von Annika aka Caddis Clips und sie hat sich das Ganze ausgedacht, das Thema Dinge, die ich an mir selber mag. Denn oft ist es ja so, zumindest mir geht es so, dass man nicht unbedingt gerne sagt, was man an sich selber mag, sei es nun Aussehen oder Eigenschaften. Denn man hat vielleicht so ein bisschen das Gefühl, dass man eingebildet rüberkommt. Und das möchte man ja nicht. Aber trotzdem ist es nicht falsch, zu sagen, was man denn an sich gern hat. Denn es gibt nun mal immer ein paar Dinge, die einen, naja, die einen von anderen abheben, die einen besonders machen und auf die man selber irgendwie stolz ist. Und ich zähle euch jetzt 6 davon auf. 6 Dinge, die ich an mir selber mag. Nummer 1 ist mein Optimismus. Irgendwie in jeder Lebenslage kann ich optimistisch nach vorne blicken, auch wenn es gerade so richtig scheiße läuft. Denn eine Sache, die habe ich wirklich verinnerlicht. Nämlich folgendes. Das Leben ist quasi wie so eine Sinuskurve. Es geht hoch und es geht runter. Immer wieder. Hoch und runter und hoch und runter. Und ich weiß einfach, selbst wenn ich irgendwann im tiefsten Tal ankomme, geht es trotzdem irgendwann wieder bergauf. Die schlechten Momente sind eigentlich dafür da, dass wir die guten wertschätzen können. Und genau das ist mein Gedanke dahinter. Und deswegen kann ich immer optimistisch in die Zukunft blicken. Nummer 2 ist meine Verrücktheit. Etwas, was vielleicht nicht unbedingt jeder an mir mag. Und ich an mir selber auch nicht immer, weil ich mir selber manchmal auf die Nerven gehe. Aber trotzdem ist meine Verrücktheit gut. Sei es nun irgendwie, dass ich einen Spruch im Kopf habe, über den ich selber lache. Oder dass ich eine halbe Stunde vorm Badezimmerspiegel stehe und irgendwie solche Grimassen schneide und am nächsten Tag Muskelkater im Hals habe. Irgendwie unterhalte ich mich immer selber. Und das ist irgendwie eine gute Sache, denn das hat auch etwas mit Optimismus und Positivität im Leben zu tun. Und das macht einfach glücklich. Nummer 3 ist meine Kreativität. Kreativität ist eine tolle Sache. Es ist eine tolle Sache, sich Dinge auszudenken und die umzusetzen. In Video, in Bild, in Ton, in Schrift, wie auch immer. Ich liebe es schon immer, mir Geschichten auszudenken und sie in meinem Kopf wahr werden zu lassen. Es gehört echt zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, Geschichten in meinem Kopf vor mir hinzuträumen. Nummer 4 ist meine Entwicklung. Die Entwicklung, die ich in den letzten Jahren vor allem gemacht habe. Wenn ich daran zurückdenke, an meine Realschulzeit, vor 5 Jahren war ich auf der Realschule und es ist wie ein anderes Leben. Ich war so die typische schüchterne Streberin, die graue Maus, die kaum etwas gesagt hat. Denn ich war irgendwie tief in meinem Inneren schon immer so, wie ich bin. Verrückt und verpeilt. Und ich habe gedacht, ich bin anders als die anderen und habe mich irgendwie nicht so ganz getraut, das zu zeigen. Aber durch die Medien habe ich dann einfach mitbekommen, dass es Leute gibt, die sind genau so. Die sind verpeilt, die sind verrückt. Und die waren mir besonders sympathisch, weil ich mich selber darin wiedergefunden habe. Und ich habe gemerkt, okay, irgendwie ist es doch voll in Ordnung. Es ist okay, kindisch zu sein, auch mit 15, auch mit 21 gehe ich noch auf den Spielplatz. Es ist okay, verrückt zu sein und verpeilt. Die peinlichen Geschichten, die kann man super mit Freunden teilen und gemeinsam darüber lachen. Diese Entwicklung, die ich gemacht habe, ich bin selbstbewusster geworden, das auch. Ich habe mich zum Beispiel durch mein neues Selbstbewusstsein auch getraut, Videos ins Internet zu stellen, auf YouTube Vlogs zu machen. Ohne diese Entwicklung wäre ich jetzt nicht da, naja, wo ich halt jetzt bin. Und ich freue mich auch auf die Entwicklung, die ich noch machen werde. Aber worauf ich wirklich stolz bin, ist die Entwicklung bisher. Punkt Nummer 5 ist meine Objektivität. Wenn es um kontroverse Themen geht, habe ich oft das Gefühl, dass ich so ein bisschen wie so ein Vogel drüber fliegen kann. Ich vertrete zwar die Meinung einer Seite und kann trotzdem ein oder zwei Punkte immer auf der anderen Seite finden, die ich wohl verstehen kann. Viele Themen, wo einfach Leute auf der einen Seite stehen und sagen, wie kann man nur, wie um alles in der Welt kann man diese Seite unterstützen? Warum? Trotzdem, obwohl ich dann auch mit auf dieser Seite stehe, finde ich immer ein oder zwei Punkte der anderen und kann, naja, nie völlig und ganzheitlich erschließen, aber trotzdem einen ganz kleinen Ansatz finden, den ich nachvollziehen kann. Punkt Nummer 6, der letzte Punkt von allen, der klingt vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber ich mag mein Aussehen. Das heißt, es ist nicht so, dass ich vorm Spiegel stehe und sage, boah, ich bin so wunderschön. Tatsächlich, wenn ich in den Spiegel gucke, finde ich auch kein einziges Körperteil, was ich an mir besonders gerne mag. Aber es gibt auch kein Körperteil oder kein Teil irgendwie, den ich nicht mag. Ja, ich stehe einfach vor dem Spiegel, ich gucke mich an und ich sage, das ist okay, wir können so rausgehen. Du und ich, mein Spiegelbild und ich, wir gehen jetzt so raus. Zu zweit. Wir gehören zusammen. Manche Leute sind, glaube ich, sehr eitel und gucken ein bisschen länger in den Spiegel,
gucken so vielleicht, ob sie irgendwas finden, irgendeine Macke oder so. Weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich gucke in den Spiegel. Ich denke mir so, ja, passt. Einmal nicken und wir gehen raus. Man muss nicht gerade das geilste Leben aller Zeiten haben. Und man muss auch nicht der wunderschönste Mensch sein oder der intelligenteste. Man muss mit zufrieden sein mit sich selber. Und das bin ich. Ich für meinen Teil bin mit diesem Tag durch. Das waren 6 Dinge, die ich an mir selber mag. Und ich habe jetzt auch ein paar Leute, die ich tagge. Ich habe mir ein paar mehr rausgesucht, weil ich finde das eine gute Sache und ich finde, das sollte sich verbreiten. Deswegen tagge ich hiermit Tonfisch, Lelekom, Levlonog, Annis Lifestyle, Vogelflug, Jeffs Welt und Ryordian. Würde mich freuen, wenn ein paar von euch das machen. Wäre sau cool. Und ansonsten würde ich sagen, da gibt es 2 weitere Videos, wenn wir schon beim Thema Positivität sind. Wie wäre es mit dem Video? Ich war heute glücklich, weil. Und direkt darunter, wenn ihr mehr über mich wissen wollt, mein TMI-Tag. Würde mich auch freuen, wenn ihr irgendwie so einen Daumen hoch oder so für dieses Video da lasst, wenn es euch denn gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, Leute. Hasta luego und bye!